Was geht ab, Frendos? Willkommen zu einem neuen Video. Heute kommen wir endlich zu meinem 100-Abonnenten-Special. Und mein 100-Abonnenten-Special wird ein kleiner Real Talk werden. Ich habe mir eigentlich so gedacht, dass ich die Schule jetzt abbreche und dann für 2 Jahre nicht in die Schule gehe und einfach in dieser Zeit YouTube und TikTok die ganze Zeit weitermache. Und wenn das nach 2 Jahren nicht klappt, wenn nach 2 Jahren ich nicht da bin, wo ich sein will oder ich dadurch immer noch kein Geld verdiene oder so, dann höre ich damit auf. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Es ist sehr lange her, dass ich genau so ein Video gemacht habe oder so ein Video gemacht habe einfach. Und der Grund, warum ich dieses Video jetzt mache, ist einfach, ich will transparenter zu euch sein. Ich will, dass ihr mehr versteht, wer und was die Person Ali ist und was ich erlebe, was ich durchmache. Und dass ihr mich einfach besser versteht, dass ihr mich einfach besser kennenlernt. Ich will einfach offen und ehrlich zu euch sein. Und auch, dass ihr den Druck versteht, den ich manchmal habe. Und wenn ich sage, ich habe so viel Druck und dies und das und alles stresst mich, dass ihr überhaupt versteht, so was ich damit meine, weil es gibt viele Dinge, die ich einfach noch nicht erzählt habe und ich habe mich einfach dazu entschieden, ich werde es jetzt erzählen, ich werde es jetzt machen und ja, es stimmt, ihr habt es auch im Titel gelesen und vielleicht wussten es auch einige von euch schon, ich habe mit 16 meine Schule abgebrochen, ich habe mit 16 Jahren meine Schule abgebrochen für YouTube, ich habe mit 16 Jahren meine Schule abgebrochen für YouTube. Und damals, als ich meine Schule abgebrochen hatte, hatte ich auf YouTube 150 Abonnenten. Ich glaube echt 150, irgendwie sowas. Und ja, es war schon eine krasse Entscheidung, dass ich das damals mache. Das war auch eine schwierige Entscheidung. Und die Entscheidung hat auch bei mir natürlich auch sehr viel Druck hinterlassen damals so. Oder es war eine sehr gestresste Situation. Aber im Endeffekt, ja, ich habe meine Schule abgebrochen für YouTube, obwohl ich nicht wusste, ob es klappt oder nicht. Und ich weiß es ja immer noch nicht, ob es klappt oder nicht. Und ich will jetzt einfach zu dem ganzen Thema ein paar Fragen beantworten und dass ihr mich da versteht. Erstmal ist, glaube ich, die Frage, die sich die meisten von euch stellen, warum habe ich damals überhaupt meine Schule abgebrochen? Und ich kann euch erzählen, warum ich meine Schule abgebrochen habe. Ich war schon immer ein Mensch, schon immer, also wirklich schon immer, schon seitdem ich denken kann, war ich immer ein Mensch, der ein bisschen anders war als alle anderen. In dem Sinne ein bisschen anders, ich hatte schon immer ein bisschen andere Sachen vor. Ich war schon immer riskanter oder was weiß ich und manchmal habe ich auch einfach dümmere Sachen gemacht als die anderen. Viel dümmere Sachen. Und viele wissen ja, oder das habe ich ja einmal in so einem Video von mir erzählt, mein Werdegang-Video. Ich war auf der Grundschule wie jeder andere, dann war ich auf dem Gymnasium und dann auf der Realschule. Als ich dann am Ende von der Realschule war, waren meine Noten so sehr gut, dass ich mich dazu entschieden habe, okay, ich gehe auf die FOS. Als ich dann auf die FOS gegangen bin, habe ich gemerkt, die Lehrer sind scheiße, die Umgebung ist scheiße, die Leute dort sind scheiße und was die machen, macht mir keinen Spaß. Und jetzt kommt halt das Wichtigste, ich habe keine Motivation dahinter. Ich habe keine Motivation dahinter, warum ich das mache. Ich will danach nicht studieren, ich will kein Maschinenbauingenieur werden, was weiß ich was. Ich wusste nicht, warum ich das mache. Ich wusste einfach nicht, warum ich gerade dort auf dieser FOS bin. Und es hat mich aufgeregt, dass ich dort auf dieser FOS bin, etwas mache und nicht weiß, warum ich es mache. Dass ich keinen Grund dahinter habe, dass ich kein Ziel dahinter habe, dass ich mir nicht denke, okay, du musst jetzt auf die FOS gehen, weil du willst danach studieren und dann Maschinenbauingenieur oder so werden. Weil das hatte ich einfach nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht studieren. Ich wollte danach kein irgendwie bei einem Job irgendwas. Keine Ahnung. Da war keine Motivation dahinter. Und deswegen hatte ich auch keine Motivation weiterzumachen. Auch auf der FOS waren meine Noten gut. Und das habe ich auch schon in dem Video davor gesagt, wo ich darüber geredet habe, dass ich meine Schule abbrechen wollte. Auch auf der FOS waren meine Noten gut. Aber trotzdem hat es mich einfach nicht glücklich gemacht. Was mich glücklich gemacht hat, war, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule und dann an YouTube arbeiten durfte. Ich bin nach Hause gekommen und habe an YouTube gearbeitet direkt. Ich habe damals sowieso nur Vlogs hochgeladen und das bedeutet, ich habe wirklich alles gevloggt. Ich habe immer gevloggt. Ich habe auch in der Schule gevloggt. Als ich nach Hause gegangen bin, habe ich gevloggt. Ich habe halt viel gevloggt. Vieles davon ist jetzt nicht mehr online, weil ich es runtergestellt habe, aber ich habe dort wirklich jeden Tag nach der Schule dann weitergearbeitet an YouTube und das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat. Mir hat es nicht Spaß gemacht, in die Schule zu gehen, in die FOS zu gehen und dann dort mir irgendwas anzuhören oder sonst was, weil ich eben keine Motivation dahinter hatte. Und dann stand ich halt hinter der Frage, Ali, warum machst du das alles überhaupt halt? Warum machst du das? Was ist dein Ziel dahinter? Was willst du erreichen? Und dann habe ich mir gedacht, ich will Menschen unterhalten. Ich will Menschen zum Lachen bringen. Ich will allgemein einfach Menschen unterhalten. Und ich wusste, der Weg darüber ist über YouTube. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, Digga, es ist anstrengend, es ist schwer, aber scheiß auf alles und mach doch einfach das, was dir Spaß macht. Und ja, ich habe meine Schule abgebrochen, aber ich habe jederzeit die Möglichkeit zurückzugehen. Ich habe jederzeit die Möglichkeit zurück zu meiner
der Schule zu gehen. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, einfach aufzuhören mit YouTube und dann zurückzugehen zu dieser Schule und dort meine Schule weiterzumachen. Ich habe wirklich überlegt, was werde ich mehr bereuen, wenn ich 80 Jahre alt bin? Werde ich mehr bereuen, dass ich damals meine Schule abgebrochen habe und einfach das versucht habe, weiterzumachen, was mir Spaß macht und dadurch erfolgreich zu werden? Oder dass ich zur Schule gegangen bin und nie die Eier hatte, irgendwas Risikohaftes zu machen? Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, scheiß drauf, du brichst deine Schule ab und habe es dann halt auch gemacht. Um ehrlich zu sein, der einzige Grund, warum ich damals dann wirklich meine Schule abgebrochen habe, war, ich musste mich entscheiden. Schule oder YouTube. Ich musste mich entscheiden, weil ich hatte nicht für beides Zeit. Ich konnte das beides nicht auf die Reihe bringen. Ich musste mich entscheiden. Bringst du weniger YouTube-Videos und kümmerst du dich mehr um deine Schule oder bringst du weiterhin YouTube-Videos und kümmerst dich nicht mehr um deine Schule? Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, ich lasse meine Schule einfach komplett sein. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, wie geht es dir mit dieser Entscheidung jetzt? Wie es mir mit dieser Entscheidung heutzutage geht? Und das kann ich euch auch beantworten. Es ist wirklich schwer, wenn man in gestressten Situationen ist, und das sage ich auch wirklich sehr oft, entscheidet zum Beispiel niemals emotional. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft sage. Und es ist wirklich schwer, wenn man gerade emotional ist oder wenn man gerade wirklich sehr gestresst ist, dann nicht auch emotional zu denken, weil man macht es dann automatisch. Und es gibt viele Situationen oder es gab in letzter Zeit viele Situationen, wo ich nicht mehr rational gedacht habe, nicht mehr mit meinem Kopf gedacht habe, sondern mit meinen Emotionen gedacht habe. Und wenn ich dann in solchen Situationen bin, wo ich aus meinen Emotionen denke und nicht aus meinem Kopf, dann denke ich mir, wieso habe ich meine Schule abgebrochen? Digga, bist du dumm? Was gehst du da für ein Risiko ein? Du hast deine Schule abgebrochen, ohne ein einziges, eine Sicherung dahinter zu haben. Ich denke mir, in diesen Momenten verfalle ich wirklich in so eine Panik oder kriegst du eine Panikattacke. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich glaube nicht, dass das eine Panikattacke ist, aber alles wird dann so eingeengt. Ich fange dann an, so ein bisschen zu schwitzen und alles ist so richtig Stress und ich will einfach nur, Digga, ich will einfach nur weinen oder so. Ich kann dann einfach nicht mehr. In solchen Situationen denke ich mir dann, wieso hast du deine Schule abgebrochen? Und das ist einfach mega die dumme Entscheidung war. Aber wenn ich dann wieder runterkomme und wenn ich dann mit ruhigem Kopf denke und rational denke, dann denke ich mir, Digga, das war die beste Entscheidung, die du jemals machen konntest. Das war die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und ich bin auch jetzt glücklich mit dieser Entscheidung. Ich bin gerade eben wirklich glücklich mit dieser Entscheidung, weil ich denke mit Kopf. Ich denke klar mit Kopf. Wenn es mit YouTube nicht klappen sollte, wenn es mit YouTube einfach nicht funktionieren sollte und ich nach 2 Jahren nicht meine gewünschten Ergebnisse erziele, beziehungsweise nicht meinen eigenen Unterhalt zahlen kann durch YouTube, dann höre ich einfach auf damit und gehe wieder in die Schule. Was ist daran so schlimm? Was ist daran so schlimm, 2 Jahre seines Lebens das zu versuchen, was mir Spaß macht? Viele sagen vielleicht, Digga, du verlierst jetzt 2 Jahre deines Lebens, du hättest schon direkt auf die Forst gehen können und dann hättest du arbeiten können. Für was? Für was? Dafür, dass ich dann irgendwo arbeite und unglücklich bin? Dafür, dass ich dann irgendein Fach studiere, wo ich auch unglücklich bin? Für was? Wieso? Wieso sollte ich es machen? Wieso sollte ich die Eile haben, zu einer Richtung zu gehen, die mich unglücklich macht? Dann bleibe ich lieber kurz mal stehen und gehe mal kurz in die Richtung, die mich glücklich macht. Und wenn in dieser Richtung kein Erfolg ist, wenn in dieser Richtung keine Belohnung ist, wenn in dieser Richtung kein, Digga, okay, du hast es geschafft ist, dann gehe ich wieder zurück und dann gehe ich in die Richtung, wo ich unglücklich bin. Wo die Sicherheit ist, dass alles so toll ist. So, versteht ihr? Ich mache einfach das, was mir Spaß macht und das versuche ich euch auch weiterzugeben. Ich versuche euch auch immer zu sagen, macht das, was euch Spaß macht. Mein Ansatz ist, habt immer mindestens einen Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasiumabschluss, also so einen Grundabschluss mindestens. Gymnasium ist eigentlich egal. So, meiner Meinung nach sollte man eigentlich mindestens einfach einen Realschulabschluss haben oder Hauptschule auch, wenn man so haben will, keine Ahnung. Und zumindest versuchen, einen guten Abschluss in dieser normalen Ding zu machen. Aber studieren und FOS und so, bevor man das alles anfängt und man das gar nicht machen will, dann sollte man meiner Meinung nach sich ausleben, sich versuchen und versuchen, das zu machen, was einem Spaß macht. Ja, es war sehr riskant und es ist immer noch sehr riskant, den Schritt, den ich gegangen bin, dass ich meine Schule abgebrochen habe mit 16 Jahren. Es ist sehr riskant und es ist vielleicht auch dumm. Vielleicht werde ich nach 2 Jahren hier sitzen und sagen, Freunde, es war's mit YouTube. Es hat nicht geklappt. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich dann nach 2 Jahren sagen, es hat geklappt und ich mache das, was mir Spaß macht und ich bin glücklich. So, versteht ihr? Es kann alles passieren, aber ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, weil ich einfach gerade das mache, was mir Spaß macht. Wie gesagt, es gibt Tage, da fickt es meinen Kopf und da denke ich nach, ob das richtig war, dass ich das gemacht habe. Aber wenn ich einmal dann wieder normal denke und klaren Kopf habe, dann weiß ich, dass es richtig war. Ich bin damit ein Risiko eingegangen, aber was soll ich machen? Ich bin glücklich, Digga. Ich mache das, was mir Spaß macht und es passt. Ich habe in meiner Insta-Story gestern erwähnt, dass ich ab jetzt nur noch Videos machen will oder Videos rausbringen will, wo ich wirklich zufrieden bin mit diesen Videos. Wo ich wirklich extrem zufrieden bin mit diesen Videos. Und so will ich das jetzt einfach 1-2 Wochen testen. Ich teste das einfach 1-2 Wochen, dann kommt halt kein Daily-Content, dann kommt halt nur noch Videos, wo ich wirklich zufrieden bin mit denen. Und wenn es mir gefällt, dann mache ich weiter damit. Wenn nicht,
dann nicht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, warum habe ich es nicht erzählt? Warum habe ich es bis jetzt geheim gehalten? Weil ich habe meine Schule schon abgebrochen mit 16. Jetzt bin ich ja schon 17. Es ist schon länger her, dass ich meine Schule abgebrochen habe. Und der Grund, warum ich es euch nicht erzählt habe, also erstmal, ich hatte keinen Bock auf die Meinungen von vielen Menschen, die dann gesagt haben, oh mein Gott, wie kannst du sowas machen und so dies, das. Und ich hatte ehrlicherweise keinen Bock auf die Meinung von Familie. Familie meine ich jetzt nicht meine Familie, Familie meine ich jetzt Umkreis von Familie, also so Onkels und so dies, das, die am Ende noch kommen und irgendwas sagen, worauf ich einfach keine Lust hatte. Aber ja, ich habe meine Schule abgebrochen und ja, ich bin zufrieden damit. Und keiner soll mir da auf die Eier gehen. So, versteht ihr? Ich habe das mit meinen Eltern ausgemacht, ich habe mit meinen Eltern geredet. Wer ist dann irgendjemand anders, der zu mir kommen will und mir irgendwas sagen will? Ich habe meiner Mom gesagt, ich werde jetzt 2 Jahre lang das versuchen, was mir Spaß macht. Und wenn es nicht klappt, dann höre ich auf und gehe wieder in die Schule. Und sie hat gesagt, okay, das bedeutet, es passt alles. Für mich ist alles okay, für mich ist alles, da gibt es nicht weiter zu reden, es ist alles in Ordnung. Ich wollte aber einfach mal endlich wieder, ich wollte einfach ehrlich sein. Ich will nicht diese ganzen Geheimnisse vor euch haben. Ich wollte einfach ehrlich sein zu euch, damit ich nicht in meinen Livestreams die Frage bekomme, Ali, was machst du jetzt eigentlich? Gehst du jetzt zur Schule? Und ich muss gekonnt diese Frage ignorieren. Sondern ich kann einfach zu dieser Frage dann endlich eine Antwort geben. Ich kann endlich sagen, nein, ich gehe nicht in die Schule. Ich habe meine Schule abgebrochen. So, versteht ihr? Es tut gut, einfach ehrlich zu sein. Und ich wollte ehrlich sein gegenüber euch, damit ihr versteht, wer ich bin. Damit ihr versteht, wie ich denke, was ich mache, wie ich drauf bin. Warum ich das alles überhaupt gemacht habe. Damit ihr mich als Person besser versteht. Und ja, ich bin jetzt glücklich. Ich bin jetzt auch erleichtert, Digga, dass ich ein Geheimnis von diesen ganz vielen Geheimnissen, die ich in mir halte und diese ganze Druck, den ich dadurch habe, einfach mal loswerden konnte. Einfach mal euch erzählen konnte, was Sache ist. Und ja, ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu dalassen. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was eure Meinung dazu ist. Und ja, ich bin wirklich zufrieden mit dieser Entscheidung. Und ich bin auch glücklich. Ansonsten würde ich sagen, freut euch in Zukunft einfach auf Videos, also beziehungsweise in diesen jetzt 2 Wochen, wo ich jetzt das Neue teste. Freut euch einfach auf Videos, wo ich mir mehr Mühe geben werde beim Schnitt oder so. Und falls mir dieses System mehr gefällt, dass ich jetzt Videos nur noch hochlade, wenn ich wirklich zufrieden bin mit den Videos, dann werde ich das System beibehalten. Falls es mir nicht gefällt, dann ändere ich das System, dann mache ich es halt irgendwie anders. Aber ja, dann bringe ich wieder Daily Content. Ansonsten danke, dass ihr mir bis hierhin zugeschaut habt und danke. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, haut rein.